Walnusskuchen für den Teig Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde formen. Die Hefe hineinbröckeln. Etwas Sojamilch dazu gießen und rühren, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Abgedeckt 15 Minuten gehen lassen. Buchzucker, restliche Sojamilch, Salz und Sonnenblumenöl dazugeben. Alles in 5 bis 10 Minuten zu einem glatten Hefeteig verkneten. Abgedeckt 2 Stunden gehen lassen. Eine Springform einfetten. Den Hefeteig zu einem Rechteck, Klammer auf 40 x 50 cm Klammer zu, ausrollen. Mit 100 ml Walnussöl bestreichen, restlichen Zucker, Klammer auf 100 Gramm, Klammer zu, und den Zimt vermischen. Auf den Teig streuen, Walnusskerne grob hacken, Apfel halbieren, entkernen und reiben, Marzipan reiben, alles auf dem Zimtzucker verteilen. Den Teig von der langen Seite her aufrollen, die Rolle in 12 Scheiben schneiden, die Scheiben mit der Schnittfläche nach oben in die Springform setzen. Abgedeckt noch einmal 20 Minuten gehen lassen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Kuchen mit dem restlichen Walnussöl, Klammer auf 20 ml, Klammer zu, bepinseln. Im Ofen auf mittlerer Schiene 35 bis 40 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.